Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in unserem Vorort unterwegs und hatten tatsächlich als Unterstützung auch für die Arbeitslosen hier, hatten wir ja uns eine neue Stadt nochmal gemacht für Hightech-Industrie-Jobs, die jetzt halt hier als Nachbarstadt fungiert. Und damit wir jetzt hier schön weitere Bewohner bauen können, die dann Gewerbejobs nachfragen in unserer Hauptstadt. Und das ist das Ziel des Ganzen. So, dann. Genau, dann machen wir es doch einmal so hier. So, zack. Und dann kriegt ihr hier unten nochmal neue Wohnflächen zum Aufbauen. So. Ganz genau, diese Woche tatsächlich, wie gesagt, mit 3 Wochen, 3 Folgen sind die 4, weil, wie gesagt, Silent Hill ist durch und um die Zeit zum Nachfolgeprojekt zu überbrücken, ja, das spielen wir mal ein bisschen SimCity 4. Ich meine, man möchte ja auch weiter vorankommen hier, nicht wahr? So, da sind wir auch schon wieder im Plus finanziell, sehr gut. Gut. Das heißt, wir können hier ganz normal weitermachen. So. Ah, nee. Mission mache ich tatsächlich erstmal noch nicht. Das wird dann wahrscheinlich soweit sein, wenn wir die Hauptstadt fertig haben. Das war dann in der letzten Folge des Let's Plays. Ja, soweit geht meine Planung schon. dass wir dann die Mission mal machen. Damit ihr die auch mal seht, alle. Ne? Gut. Allerdings wartet man, hier haben wir noch 100 Stunden Verkehrsanbindung, also hier unten aber noch nicht. Hier unten, genau. So, dann einmal so, einmal so. Guck mal, da kommen schon mittelgroße Häuser hier. Mittelgrößere Hochhäuser. Nicht gut. Ich meine, es müssen ja keine gigantischen Hochhäuser sein wie in der Hauptstadt, aber so ein bisschen was Höheres ist doch schon nett. Selbst in einem Vorort. So, dann. Ihr habt hier eigentlich alles, was ihr braucht. Also könnt ihr eigentlich auch an den Scharen hier einziehen. Jawohl. Guckt euch das an. Guckt euch das an hier. So. Jawohl. So muss das laufen. Sehr cool. Das sind sogar reiche Leute, ja, das sind reiche. Okay. Ja, sehr cool. Aber die Hightech-Industrie-Nachfrage ist wieder da. Das heißt, wir können nochmal rausspringen. Wieder in die Hightech-Industrie-Stadt und mal gucken. Genau, da ist doch schon wieder was an Nachfrage hier. Sehr, sehr, sehr schön. Bäume, Bäume, Bäume. Wunderbar. Das heißt, die Betriebe können sich hier aufbauen. Sehr, sehr schön. Dann da oben in der Ecke noch ein Park, damit da auch welche kommen. So. Hightech-Industrie will unbedingt Parks haben, ne? Ich merke das schon. Aber wir müssen hier noch den Baustil ändern. Und die Stadtverordnung Luftreinheit. Genau. Ach so, und ganz wichtig hier, so ein Ding hier, genau, weil das ist für die Luftreinheit. So, weil wir machen mal Luftverschmutzung. Ja, geht raus, ne? Geht runter. Ja. Müll. Haben wir nicht. Wasserverschmutzung minimal, das ist okay. Ja, Müll ist nix. Sehr schön, nix, so muss das sein. Oh ja, da haben wir aber. Oh, da haben wir aber rechtzeitig reagiert beim letzten Mal. Gut. Nachfrage ist noch da. Das heißt, wir können hier weitermachen. Jawohl, Freunde. An diesem Sonntagabend mal wieder. Ganz klassisch hier. 3 Wochen vor meinem großen Urlaub. Tatsächlich. Ja, es ist bald Weihnachten. Und Weihnachten fällt dieses Jahr auch mit unserem großen Urlaub zusammen. Den wir endlich mal wieder nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder nehmen. Und ja, Ozon ist so groß wie so ein Arm. Aber ja, da freuen wir uns schon drauf. Hä?
du mich jetzt ver... Hä? Na gut, dann mach so. Dann mach es halt so. Ja. So, was sehe ich denn hier? Gewerbenachfrage. Oh ja. Okay. Wasser habt ihr, ne? Ja, ihr braucht Parks. Leider, meine Güte, das ist so... Ach, es ist so übertrieben einfach, wie ihr auf die eure Parks einfach steht, ne? Es dauert halt auch einfach so lang, bis man die Parks überall hat. So, aber es ist halt 74 und... Oh, okay, und die Nachfrage ist schon gedeckt. Okay, alles klar, das heißt, wir können wieder in so einen Vorort gehen und da dann uns drum kümmern und den Ausbau. Klar, dann machen wir das. So. Ist aber immer noch eine Frage nach Hightech. Ah, ne, geht runter. Okay. Sie geht runter. Alles klar. Da ist nochmal so ein... Ja, das werde ich in der Hauptstadt machen, dass ich mir die Geschenkegebäude einfach einen Screenshot von mache und dass ich die dann nochmal downloaden werde. Aber wie gesagt, das ist eine Sache für die Hauptstadt. Aber so und so. Gut, dann haben wir hier nochmal eine Verbindung. Sehr schön, das heißt, wir können uns hier tatsächlich an den Kartenrand ausbreiten. So, dann machen wir das mal, würde ich vorschlagen. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. In dieser Vorweihnachtszeit tatsächlich, das ist der... 4.12.? 5.? 4.12. Ja. Und Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr könnt das mit euren Liebsten verbringen. Das wird schon schön. Eine schöne Zeit, die Weihnachtszeit. So, ihr habt, denke ich mal, kein Wasser. Doch, ihr habt Wasser. Okay, na gut, dann... Ja, ein paar ärmere Bevölkerungsschichten braucht man natürlich auch, ist klar. Weil wir brauchen nämlich nicht nur Reiche, sondern auch Ärmere. Ja, aber die verwandeln sich nicht. Okay, das ist gut. Was ist los mit euch? Warum? Ihr habt doch hier alles. Ja, Krankenhaus habt ihr nicht, ne? Ihr habt kein Krankenhaus. Ja, ihr habt kein Krankenhaus. Dann mach hier so eins hin, genau. So, dann habt ihr Bildung hier unten. Habt ihr Bildungsangebote? Ihr habt genug Bildungsangebote, also das müsste eigentlich passen, so. Müssen wir einfach abwarten, hier unten. Einfach abwarten. Das kann aber auch sein, dass ihr... Wartet mal, wie ist der Altersdurchschnitt? Mittel. Okay, dass ihr vielleicht irgendwie ein Museum oder sowas braucht, ja? Wer weiß. Kann ja gut sein. Oh ja, tatsächlich. Oha. Oha. Okay. Und das war dann hier auch nochmal eine Bücherei-Zweigstelle auch nochmal für euch hier hinmachen. Weil es sieht so aus, als ob ihr sowas braucht hier. Boah, ist okay. Ja, da passt. Gut. Dann ist wieder Hightech-Industrie-Nachfrage da, ne? Ich merke das schon. Ich merke das schon, ne? Ja, und hier unten, was ist jetzt hier wieder Sache mit euch? So. Ihr habt doch eine Verbindung und alles, also was ist hier los? Warum seid ihr so schwarz? Langer Arbeitsweg, ne? Ja, langer Arbeitsweg. Aber es ist halt... Es ist wieder Hightech-Industrie-Nachfrage da. Also... Ich hoffe halt, wie gesagt, echt, dass sich das positiv aufwirkt auf die Hauptstadt. Unsere Mühen, die wir uns hier machen. Das wäre schon cool, ja, wenn das helfen würde, tatsächlich. Aber ich bin da guter Dinge, wie gesagt. Ich bin da sehr guter Dinge, weil beim letzten Mal war es auch so. Es hat uns auch geholfen. Der Hauptstadt.
So, dann neue Steuerzahler, bitte. Ich nenne die einfach Steuerzahler. Ja. So ist es. Anders ist es ja mit unserer Regierung auch nicht, nicht wahr? Okay. Gut, dann. Bäume. Ah ja, ihr seht's, ne? Die Armen werden zu reichen. So. Ja. Aber es ist alles. Oha. Okay, Wasser. Ist alles in Ordnung. Wow. So. Machen wir so. Und Müll vor allem. Müll sollten wir tatsächlich weiter exportieren. So, Handel abbrechen. Ich weiß ja nicht, wohin wir das exportieren, das Zeug. Wir wollen es nur hierhin exportieren. Ich denke, wir kriegen dann wieder jetzt ein Müllproblem so langsam, oder? Noch nicht mal. Noch nicht mal. Okay, ja gut. Dann. Epidemienforschungszentrum. Jawohl, das machen wir doch mal hier hin. Machen wir mal hier an die Hightech-Industrie. So. Perfekt, und wir sind immer noch im Plus. Ja, das ist Friedhof. Ja, okay, können wir hier einen hinmachen. So. Damit euch unsere Stadt noch besser gefällt. Ein Andenkenladen. Ah ja, okay. Machen wir mal hier direkt neben dieses Forschungszentrum. So. Gut. Sonst noch irgendwas hier? Ah ja, die fündige Bürgermeisterstatue. Machen wir mal hier hin. Alles in eine Ecke klatschen. Ja, warum denn nicht? Noch eine, wow. Okay, die machen wir dann mal hier hin. Zwei Bürgermeisterstatuen hier. So, aber ja, okay. Was? So ein Gebäude beim Mittel? Das Schau ins Landgebäude. Ach, wie krass, okay. Ja, heftig. Ach so, und ihr hattet in der letzten Folge noch. In der vorletzten Folge hattet ihr gesagt, dass euch der Nachtmodus fehlt. Ist tatsächlich so. Ich hatte vergessen, euch den Nachtmodus am Ende der Folge zu zeigen. Das werde ich versuchen, mal wieder ein bisschen. Ja, ein bisschen öfter zu machen mit dem Nachtmodus. Und ja, gucken wir mal. Ich denke, das wird cool aussehen später. So, dann. Dann denke ich mal, habt ihr doch jetzt alles, was ihr braucht, um zu sprießen. Hightech-Jobs. Jawohl, guckt euch das an. Es steigt und steigt. Ja, so muss das aussehen. Und wir haben wieder Blackouts. So, noch Wirtschaftshandel. Weitere Energie kaufen, bitte. Und weiteren Müll exportieren. So. Daran verdient nämlich auch die Nachbarstadt. Also die Supportstadt. Die ja auch nicht gerade rosige Finanzen hat. Ne? So. Aber hey, kriegen wir alles hin. So, ist auch schon diese Folge wieder zur Hälfte rum. Meine Güte. Richtig krass. Ja, seht ihr, die Arbeitslosen gehen Schritt für Schritt weg. Jawohl, guckt euch das an, okay. Ja. Na, sehr schön, alles klar. Gut. Nachfrage hier ist nach wie vor da. Nur halt nach Gewerbe irgendwie nicht. Gut, weil sie halt alle in der Hightech-Industrie arbeiten gehen, ne? Das ist ja. Ist klar, dass sie dann nicht im Büro arbeiten, wenn sie in der Industrie arbeiten, ne? So. Okay. Dann. Weiter geht's. Einfach weitermachen. Ich meine, warum denn nicht? Einfach weitermachen. So. Na? Moment. Ah, nee, das ist einmal eins. Okay. So. Zack. Ja? Oder muss ich die
Nee, das passt. Passt. Okay, sehr gut. Das ist gar nicht mehr so viel, was wir hier bauen müssen. An Verkehrsinfrastruktur. So. Und weiter. Weiter geht's. So. Jawohl. Ach, was freue ich mich, wenn wir dann in die Hauptstadt zurückgehen und dann eine wunderbare Nachfrage da sein wird. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Weil ich bin echt schon sehr gespannt, wie es da weitergeht jetzt in der nächsten Zeit. Aber guck mal, wir sind hier auch schon bei 150.000 Einwohner. Obwohl es ein Vorort ist. Also das ist schon sehr krass, ja. Muss man sagen. Ah, da wird ganz minimal... Ja, alles klar. Jetzt werden Büros angefragt. Das machen wir doch sehr, sehr gerne. Okay. Dann machen wir euch mal eine ganze Stange an Bürojobs hier hin. So, Freunde. Dann kriegt ihr eure Jobs. Okay, dann hier, hier und hier oben. Da hat mein Handy wieder vibriert. Da habe ich mich leicht erschrocken. Aber nicht so schlimm. So, dann schön verbinden, damit ihr auch ja nicht meckert. Oder ist das jetzt wieder weg, die Nachfrage? Die Nachfrage ist wieder weg, ja toll. Aber hey, ich denke, wenn wir jetzt hier die Büros hier hinstellen, den Leuten, werden die die nach und nach beziehen. Also, Bürojobs ist bei SimCity 4 halt immer so, der heilige Gral, sag ich mal, weil die sind sehr schwer zu kriegen, wenn man so eine neue Stadt aufbaut. Und deswegen, ja, guck euch das an. Sollen wir tatsächlich. Wir machen mal dicht bebaut. Komm, wir machen mal dicht bebaut. Ich glaube, das habe ich auf der anderen Seite auch so gemacht. Aber nicht 4x4. Ja, komplett falsch jetzt hier bebaut, ne? Ach, verdammt. So, aber hey, es gibt freie Gewerbeflächen hier für euch und das ist doch mal das Wichtigste. Ich würde vorschlagen, hier machen wir aber auch mal kleine Plazas rein, mal gucken. Ob dadurch jetzt die Büronachfrage tatsächlich steigt. Aber es sieht nicht so aus. Es ist alles dasselbe tatsächlich. Weil viele sagen ja, Gewerbe braucht Plazas. Nicht unbedingt, so wie ich das jetzt hier gerade sehe. Die Einwohnerfluktuation ist so krass hier. Wenn ihr euch das mal anschaut, ne? Zack, weg, zack, weg, zack, weg. Da weg, da weg. Hier arbeitet keine Sau. Ja, gut. Wir brauchen halt auch tatsächlich nur Einwohner gerade. Dann machen wir hier noch eine Polizei hin. Ich meine, wir haben ja ein bisschen was zum Ausgeben. Ne? Von daher, ja, kriegen wir schon hin. Krankenhaus, seid ihr abgedeckt? Okay, bildungsmäßig seid ihr auch abgedeckt. Ja, seid ihr. Naja, das braucht eine ganze fette Weile, bis die Bildung hier unten greift. Ja, das ist wie der eine Fleck in der anderen Hauptstadt. Wartet mal, warum? Wartet mal, ich habe eine andere Idee. Mach mal die ganzen Reichen hier weg. Und lass mal ärmere Gebäude entstehen. Genau, mach mal die ganzen Reichen weg. Weil die sind hier alle verlassen, wie ihr seht. So, dann mach das mal so. Und dann lass ich jetzt mal ärmere Leute einziehen. Sind das ärmere Leute? Das sind auch Reiche. Ach, verdammt! War jetzt hier auch wieder Kampf den Reichen, ne? So, dann. Ja, da kommen nur Reiche. Das ist irgendwie suboptimal gerade. Relativ suboptimal, ja. Dass hier nur Reiche kommen. Warum?
auf und lang Abhängestrecke verlassen. Ich möchte hier... Ah, guck mal, und da ist ein Büro entstanden hier. Sanisbury Urban Grocery Store, ja. Seht ihr? Ist doch wunderbar, Mensch. Ist sogar ein relativ fettes Gebäude sogar. Ja, und da kommt Gewerbe. Ha, seht ihr? Da kommt Gewerbe. Okay. Das ist aber armes, ne? Mittleres ist das. Ja, sehr gut. Mittleres Wohngebiet. Ganz genau. Das heißt, dass wir dann hier nicht nur die Reichen haben. Ich habe so das Gefühl, dass das kontraproduktiv ist hier. Dass hier nur die Reichen sind. So. Lasst hier mal ärmere und mittlere Gebäude entstehen. Nicht nur Reiche. Was ist damit? Keine Ahnung. Wieder irgendwie verlassen gewesen. So. Ja, okay. Ja, die sind alle verlassen. Das sieht man auch an der Einwohneranzahl, dass die nicht nach unten geht. Das heißt, wir machen mal das so weg. Machen das große hier auch weg tatsächlich. Und ich möchte gerne diese Gebäude haben. Genau, diese ärmeren Bevölkerungsschichten möchte ich haben. Weil die nämlich auch gebraucht werden in so einer Stadt. So. Genau, die hier. Einfache Apartments, ja. Weil die geben auch Nachfrage nach Büros, denke ich mal. Ne, von daher. War das mal so, genau. Einfach mal so hier. Einfach alles abreißen. Genau so, Freunde. Genau so. Weiter abreißen hier. Ah, wir brauchen keine Reichen. Verdammt. So, so. Wenn ihr nicht arbeiten wollt, dann ist das euer Fehler. Mittlere. Genau, mittlere sind eigentlich perfekt. Wobei ja, wir brauchen definitiv ärmere an ihr Reichen, wirklich. Wir brauchen definitiv ärmere Bevölkerungsschichten hier in der Stadt. Macht die alle weg, wenn die nicht arbeiten wollen, wirklich. Ist jetzt wieder Kampf den Reichen hier. Oh, da habe ich... Ah, da habe ich nur Parks abgerissen. Okay. Parks kriegen wir hin. Ja, Plazas in dem Fall. Aber hey. Das ist weg. Das hier auch weg. Keine Reichen. Keine Reichen. Keine Reichen. Keine Reichen. Kampf den Reichen. Oh Mann. Aber ja, genau, genau so. Ah, genau so, Freunde. Und die gehen nämlich auch hier arbeiten. Müsste eigentlich. Ja, aber wir warten mal die Bildung ab. Genau, wir warten jetzt einfach mal ab. So. Was da abgeht mit der Bildung. Und ja, dann können wir eigentlich, ja, wartet mal. Ach, guckt mal hier, seht ihr? Ist auch schon wieder was entstanden hier. Mehr Jobs. Sehr, sehr cool. Ja, das gefällt mir hier nicht. Gefällt mir nicht, dass hier so viele Reiche sind. Wirklich nicht. Muss weg. Die müssen weg. Die müssen weg. Ihr müsst weg. Keine Reichen hierhin. So, die machen es richtig da oben. Wenn ihr nicht arbeiten gehen wollt, dann könnt ihr hier auch raus. So einfach ist das. Weg. Verdammt nochmal. Ich setze gleich die Reichensteuer hoch. Wenn das so weitergeht. Ich erhöhe gleich die Reichensteuer. So. Mann. Ah, hier habe ich jetzt aber was abgerissen. Aus Versehen. Das war eine Bürgermeisterstatue, glaube ich. Ja, naja.
Es bringt nichts. Da kommen trotzdem wieder nur reiche. Reiche Säcke hier. Ach, toll. Aber wie ihr seht. Ja, oder wohl. Ja, doch, ihr seht's, ne? Die fahren arbeiten. Ja, warten wir mal die Bildung ab, bis die greift. So, Gesundheit und Bildung. Ja, passt. Sollte passen. Oder gibt's hier irgendwo Streiks? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Alles klar. Ah, wartet mal, haben wir vielleicht hier Luftverschmutzung? Wasserverschmutzung? Ja, da muss man tatsächlich hier so ein Klärwerk hinbauen, um die Wasserverschmutzung der ganzen Stadt zu beheben. Genau, guckt euch das an. So, zack und weg ist er. So muss das sein. Oh, Müll? Haben wir viel Müll mittlerweile? Noch immer noch nicht. Ist natürlich, ist top, ja, das ist gut. So, das heißt, wir brauchen weitere Einwohner. Meine Güte. Tja, die Nachfrage nach reichen Einwohnern ist einfach so krass. Ja, ich werde vielleicht gleich die reichen Steuer hochsetzen. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Weil die sind ja alle. Die gehen ja nicht arbeiten. Das ist es ja. Die gehen nicht arbeiten und das ist das Problem. Wie kriegt man die zum Arbeiten? Verdammte Axt, dasselbe Problem wie in der Hauptstadt. Merke ich gerade. So, aber wir machen mal weiter. Mal gucken, vielleicht regelt sich das ja. Je mehr Einwohner es werden. So. Kommt immer nur Reiche. Nur reiche Leute. Und die gehen da nicht arbeiten, ihr seht es. Ach, Leute. Was soll ich nur mit euch machen? So eine Grundschule. Ja, na wobei, nee, eigentlich. Brauchen wir die nicht, ne? Nee, wir brauchen wir nicht. Ja, alle arbeitslos, weil sie reich sind. Hier. Ah ne, das sind mittlere. Okay. Das sind mittlere. Na, ich werde jetzt auch tatsächlich erstmal keinen Bäumetrick hier hin machen. Weil das zieht nur die Reichen an. Das wollen wir ja nicht, ne? Aber sie kommen trotzdem. Warum? Ich setz mal die reichen Steuer hoch. Mal gucken. So. Wir setzen mal die reichen Steuer hoch jetzt. Es tut dem immer noch keinen Abbruch. Was? Wie jetzt? Okay. Machen wir 10%. Und je mehr Geld, desto besser, ne? Okay. Setzen wir die auf 15 hoch. Ah. Auf 11 meine ich. Da ist meine Uhr gerade eben wieder gewesen. So. So. Ja. Okay, okay, okay. Bevor ihr auszieht. 10,5. Ich möchte euch einfach. Wie sollen wir das Thema jetzt angehen? Ja, weil ihr guckt euch das an. Die nehmen einfach nur Platz weg und machen ja nichts weiter. Das ganze Gebiet hier ist total verkommen. Überall Geschenke. Ja, okay, jetzt kommt's. Jetzt kommen sie. Überall Geschenke hier. So. Ach Mensch.
Hört doch auf. Okay. Das heißt, wir können hier auch die Reichen wieder wegmachen. Oh, wobei. Das ist ein bisschen too much, glaube ich. So. Jetzt. Ach, Mensch. Ist wahrscheinlich ein mega gutes Gebäude. Aber. Uff. Ich gucke mir das jetzt mal an. 300. Ja, schon. Jetzt kommen sie wieder. Okay, jetzt kommen sie wieder. Das ist jetzt okay. Wir machen mal 10,5 wieder. So. Ich will euch hier nicht haben, verdammt mal. Wir lassen mal die Bildung greifen. So. Warten wir einfach mal ab. Ja, das ist dieses blöde Geschenkgebäude hier. So, und genau dieses Gebiet hier können wir auch mal erneuern. Ach, verdammt. Ah, wobei das Folgenende ist ja gekommen. Gut, liebe Freunde. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und dann genau, wie es hier weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.